Es geht noch ganz gut. Also, wir waren, meine Freundin und ich, ausgiebig im Urlaub. Es war, glaube ich, auch wichtig, da auch eine räumliche Distanz zu kriegen. Und jetzt habe ich schon eine ganz gute Schlagzahl. Ich habe viele eigene Projekte, bin sehr, sehr umtriebig. Und es macht extrem viel Spaß. Ich glaube, das ist, wenn du was hast, was du mit Leidenschaft füllen kannst und was du mit ähnlicher Leidenschaft machst wie mein Beruf als Fußballprofi, das war, glaube ich, so meine größte Herausforderung, wieder was zu finden, was ich ähnlich gerne mache, wie früh zum Training zu fahren. Ich freue mich auf die neue Saison. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass dieses Gap, so diese Stärke der Bayern, die ja quasi gefühlt schon Meister vor der Saison war, dieser Respekt, auch zu Recht, den haben sie sich ja erarbeitet, aufgrund ihrer Historie, vor allen Dingen aber auch aufgrund ihrer Dominanz in den letzten Jahren, dass dieses Gap ein Stück weit geschlossen wurde, auch aufgrund der Leistung der Dortmunder in der letzten Saison, dass er da einfach ein Stück näher zusammengerückt ist. Deswegen, also Dortmund, Hauptkonkurrent der Bayern um die Meisterschaft, für mich zurzeit der beste Alisson und Becker, einfach aufgrund seiner Stabilität. Er hat es mit Titeln auch untermauert, mit Liverpool die Champions League gewonnen, jetzt mit Brasilien den Titel geholt. Also ich glaube, aktuell ist er das Nonplusultra, hat eine sensationelle Entwicklung gemacht, aber wir haben auch wirklich Marc-André ter Stegen, der einfach auch einen speziellen Stil prägt, über Jahre schon und auch weiter prägen wird. Wir haben Manu noch, der nach seiner Verletzung wieder auf gutem, konstant hohem Niveau spielt. Wir haben Jan Oblak, den ich als Ex-Keeper sehr, sehr gern sehe. Man haben David de Gea, der jetzt, wie man so gelesen hat, einen neuen Monstervertrag in England bei United unterschrieben hat. Also, es gibt so viele gute Jungs. Ob es jetzt den gibt, wo man sagt, Thibaut Courtois, der sticht heraus. Momentan ist es für mich Alisson Becker, aber auf einem konstant hohen Niveau. Ja, es ist schwierig, sich da auch zu positionieren. Also, ich habe mich vor der WM ganz klar pro Manu positioniert, weil ich es selber weiß, wie es ist mit Verletzungen, dass du, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, doch nicht ganz so lange brauchst. Ne? Also, dass du wirklich speziell auf dem Event top da sein kannst. Ob du es jetzt über längere Zeit konstant halten kannst, das steht auf einem anderen Blatt. Aber für die WM wurde ich ja auch nicht Lügen gestraft, hat ja eine solide und gute WM auch gespielt, also konnte natürlich dann auch nicht das Ausscheiden, das frühe verhindern. Ist dann aber auch wieder ein Stück weit in ein Loch gefallen. Das sind halt gerade dieses angesprochene, diese Länge der Stabilität und Kontinuität. Wenn du lange raus warst, dann kommen kleinere Verletzungen, dann bist du da mal wieder raus, dann macht die Wade mal zu. Völlig normal und nachvollziehbar. Und Marc-André ter Stegen hat natürlich in den letzten Jahren einfach eine unglaubliche Entwicklung gehabt. Ne? Also ist in Spanien der gefeierte Held, der perfekte Torwart für Barcelona und hat natürlich auch zu Recht Ansprüche angemeldet, Nummer 1 werden zu wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.